Okay, hier in meiner Reihe berühmte lebende Persönlichkeiten der Linux-Community. Wir haben hier Sven Guckes und Karl Polt. Okay, was könnt ihr mir beiden erzählen, was ihr hier macht? LaTeX. Der Mann macht LaTeX? Ja, genau. Ich mache einen Vortrag über LaTeX, einen Motivationsvortrag für Leute, die noch nicht überzeugt sind, dass LaTeX eine gute Hilfe sind. Gibt es so Leute? Ich hoffe, sonst würde ich halt vor leerem Publikum sprechen. Verstehe. Durchaus. Es gibt gerade unter den Anwendern, die halt nur Word und Co. kennen, durchaus Leute, die sich vom Anfangsaufwand den LaTeX durchaus hat abschrecken lassen. Und ich versuche mit meinem Vortrag Dinge vorzubringen, die rechtfertigen, warum das durchaus eine gute Idee ist, den Aufwand nicht zu scheuen. Ich nehme an, du tust auch selber LaTeX verwenden, wenn du irgendwelche Texte designst oder etwas schreibst? Nicht jedes oder? Mal, aber wenn der Text entsprechend ist, es macht dann nicht immer Sinn, LaTeX zu verwenden. Und ich hoffe, nach meinem Vortrag können die Leute mehr einschätzen, wann es Sinn macht, LaTeX zu verwenden und wann nicht. Verstehe. Ich nehme an, du verwendest LaTeX schon sehr lange? Nein, leider nicht. Ich habe erst mit meiner Diplomarbeit angefangen und das heißt, ich verwende LaTeX seit, ich bin gerade am Überlegen. Nein, nicht zwei, drei Jahre. Seit acht Jahren. Aber es hat mich im Nachhinein geärgert, dass ich LaTeX nicht schon länger gekannt habe. Das hast meine Frage vorweggenommen. Und deswegen versuche ich auch mit meinen Vorträgen, das ist ja nicht der erste, den ich in die Richtung mache, die Leute abzuholen, dass sie nicht so wie ich lange Zeit unnötigerweise mit Word und Co. und OpenOffice verbringen, wo es nicht Sinn macht, sondern dass sie wissen, dass es dann auch eine andere Alternative gibt, die durchaus das Leben erleichtern kann. Okay, wenn man jetzt überzeugt ist, dass LaTeX gut ist, aber man kennt sich nicht aus oder möchte Einführung oder jemanden, der einem da hilft, kannst du dann eine Webseite oder eine E-Mail-Adresse sagen? Ich bin Gründungsmitglied und momentan sogar Leiter von der Gruppe rund um LaTeX Etuk und die Adresse ist LaTeX, das schreibt sie mit X hinten, also latex.tugraz.at und da sollte ein Einsteiger als auch ein fortgeschrittener Vorlagen, Ideen, Erklärungen, weiterführende Links, Buchempfehlungen und so weiter ganz einfach herausfinden können. Und du bist selber Grazer? Ich bin selber Grazer, okay. Ja, also mittlerweile, ja. Mhm. Warst du mal in Wien, oder? Ich komme von Niederösterreich. Von Niederösterreich, dachte ich mir doch. Okay, danke.